Risiken der Augenlaserbehandlung sind heutzutage sehr übersichtlich. Durch eine stetige Weiterentwicklung der Technologie konnten viele Risiken schon beseitigt werden oder zumindest deutlich reduziert werden. Und dazu gehören zum Beispiel eine Lichtempfindlichkeit, das sind Halos, Lichthöfe um die Lichtquellen. Ein trockenes Auge kann immer nach einer Augenlaserbehandlung auftreten, meistens ist es auch vorübergehend. Die Hornhaut kann langfristig schwächer werden, das ist eine sogenannte Keratektasie. Das Risiko beträgt jedoch, also die Wahrscheinlichkeit ist zwischen 1 zu 10.000 bis 1 zu 40.000, also deutlich geringer als in der Vergangenheit. Und das ist bedingt durch die Einführung der sogenannten Regeln. Nach der Kommission für die refraktive Chirurgie wird heutzutage behandelt oder sollte man behandeln. Und wenn man alle diese Parameter einhaltet, sind die Risiken wirklich minimal. Und zusätzlich durch eine grundlegende Voruntersuchung können diese Risiken noch weiter minimiert werden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sehen, dass ein Patient schon vor der OP ein trockenes Auge hat, dann würde man vielleicht nicht unbedingt die eine oder die andere Technik empfehlen, sondern man würde wirklich auf eine dritte Drittmethode switchen, um ein bestmögliches Ergebnis zu bekommen. Ich lade Sie herzlich ein, einen Termin bei iLaser zu buchen. Dieser Termin kann auch online vereinbart werden. Während diesen Termins werden erste Abklärungen durchgeführt und Sie lernen unser Team persönlich kennen.